nicht die Variante, wo man jetzt ein bisschen mit Tipps und Tricks so könnte man es lösen, sondern Deck und so machen wir es. Der heutigen Übung ist gleichzeitig retten und der Löschangriff. Meine Ausbildung war noch 3 Monate und dann bin ich in die Schicht. Und dann hat man dann weitergelernt und dann erst Jahre später sind dann die Anerkennung, wo man die 18 Monate gemacht hat für die Berufsanerkennung. Du bist viel weniger ausgebildet worden, nur in 3 Monaten, wieder die 18 Monate, wo du noch Praxis hast. Und einfach, wie du je gesehen hast, hast du einfach 3 Monate, bist im Tagdienst gewesen, Tag bist in der Schicht, learning by doing. Was sie wahrscheinlich auch früher eher noch gemacht haben, ist halt das Arbeiten innerhalb von der Wache, dass man Zeug gemacht hat, geflickt und einfach alles selber gemacht hat, was man heute eher innerhalb dann ins Einsatz und ins Üben und in Weiterbildung eigentlich relativ viel investiert. Das vertiefte Ausbilden ist jetzt quasi schon mit den Jahren jetzt immer mehr gestiegen. Sicher das ganze Fürwesen ist sicher alles komplexer geworden, auch mit der Technik und allem drum und dran, was du musst wissen, solltest wissen. Ja, wie federe ist das ab? Es ist halt auch in dem, dass du einfach viel Übungen machst, eben auch halt vielleicht mal während der Schicht auch Theorieblöcke machst, um etwas weiterzubringen. Danke vielmals. Bitte? Sind Sie noch drin? Ja, über 20 Minuten. Einfach hier hochgefahren und plötzlich ist auch wieder stapeln. Die Ausbildung ist nie stapeln. Man musste immer am heutigen Stand anpassen, was kommt.